Hallo Freunde des feinen Whisky-Genusses. Hier ist wieder Ansgar, euer Whisky-Wikinger. Und heute muss ich euch gestehen, habe ich bewusst ein bestimmtes Sample bei mir aus dem Schrank gezogen, weil die liebe Michelle von Mayhem hat mich dazu inspiriert. Und mein guter Freund Christian the Malthead ebenso. Beide haben nämlich diesen ausgezeichneten Malt schon vor der Kamera probiert. Und bevor bei mir das Sample leer ist, zeige ich euch mal die Flasche, musste ich diesen Whisky euch auch vorstellen. Das Sample hat mir der liebe Berthold zugeschickt, schon vor einiger Zeit, habe auch schon zweimal davon genascht. Tolle Flasche und für den Whisky mehr als nur angemessen. Um welchen Whisky handelt es sich nun? Wenn ich Michel von Mayhem sage, könnt ihr euch das wahrscheinlich schon denken, dass es sich um einen Michel Coffreux handelt, und zwar um den Blossoming. Abgefüllt mit 45 Volumenprozent, nicht gefärbt, nicht kühl filtriert, und in den Blossoming sollen Whiskys enthalten sein, die um die 15 Jahre alt sind. Es handelt sich um einen Single Malt, also kein Blended Malt, also wir haben hier tatsächlich einen Whisky aus nur einer einzigen Destille. Das Besondere bei diesem Blossoming ist einfach der Punkt, dass Michel Coffreux, also nicht er selber jetzt mehr, sondern die Firma, die letzten Endes seinen Namen weiterträgt, für die Reifung dieses Whiskys Fässer verwendet, Sherry-Fässer, wo, ja, man kann sagen, über 50 Jahre Sherry drinne lag. Das heißt, ich weiß jetzt nicht, von wann dieser Blossoming ist, den mir Berthold zugeschickt hat, den wohl aktuell erhältlichen Blossoming, da soll, wie gesagt, 15 Jahre können wir rechnen, also wir haben jetzt 22, also irgendwann Anfang 2000er, wurde dort der Whisky eingefüllt und es soll ein Sherry-Fass aus den 50er Jahren sein. Ja, und wenn ich denn so überlege, der Sherry, der in diesem Fass drinne lag, ist älter als das Album von Megadeth, wo ich das T-Shirt heute von trage. Das ist jetzt 30 Jahre her, als Megadeth diese Scheibe rausgebracht hat. Und da lag der Whisky schon über der Sherry schon über 20 Jahre in diesem Fass, als Megadeth diese LP rausgebracht haben. Und dennoch mal 30 Jahre. Und das ist das Besondere, nicht nur bei Michel Coffreux, sondern das Besondere direkt jetzt bei diesem Whisky, dem Blossoming. Und ist ein Whisky, das habe ich jetzt einfach schon rausgefunden gehabt. Den muss man Zeit lassen zum Atmen. Und der ist jetzt schon weit über eine halbe Stunde bei mir im Glas. Ich habe zwischendurch eine Zeichnung angefangen. Wenn ich es schaffe, die fertig zu machen, blende ich die euch wahrscheinlich eventuell an dieser Stelle ein. Und ich habe hier in der Nase eine unglaubliche, tiefe, reife, gesetzte Sherry-Note. Wenn man mir jetzt nun sagen würde, dass dieser Blossoming deutlich über 20 Jahre, über 25 Jahre alt ist, würde ich das glauben. Weil das ist eine Tiefe und ein intensiver Oldschool-Sherry, den man heute bei den meisten original abgefüllten Sherry-Vollreifungen eigentlich nicht wiederfindet. Ich habe hier dunkle Töne, dunkle Sherry-Früchte, eine leichte Süße, eine große Würzigkeit, die an Tee erinnert. Ich habe Ledernoten, frischen Tabak. Und das alles in sich schön harmonisch abgestimmt. Das ist ein Sherry-Whisky, da macht es einfach Spaß dran zu riechen. Neben dieser unglaublichen Tiefe hat er natürlich auch eine Komplexität.
die so, ja, seinesgleichen sucht. Ne, Komplexität in dem Sinne, er hat unheimlich viel Aromen, hatte ich ja schon beschrieben, Tee, Tabak, Leder, tiefe, dunkle Sherry-Früchte wie Pflaumen, vielleicht auch eine Spur Kirschen, schwarze Kirschen. Eine leichte Trockenheit, eine leichte Nussigkeit, eine schöne Würze. Ich glaube mich aber zu erinnern, dass das hier kein Oloroso ist, sondern ein PX. Aber eine leichte Nussigkeit habe ich in der Nase. Wie gesagt, er hat nicht nur unheimlich viele Aromen, sondern diese Aromen, die er hat, die sind auch in sich sehr wunderschön und sehr elegant mit eingebunden. So dass man die wirklich, oh, wird immer ein bisschen trockener, so dass man die wirklich auseinanderklabüsern möchte, um in diese Tiefe dieses Whiskys eindringen zu können. Der Blossoming ist nicht ganz billig. Ja. Ich kann euch jetzt gar nicht sagen, weil er kostet. Ich glaube, das letzte Mal, wo ich mal gesehen habe, ich hoffe, ich sage jetzt hier keinen Blödsinn und verwechsel das mit einem anderen Coiffeur, lag der preislich irgendwo bei 240, 260 Euro. Kann das sein? Ist natürlich für einen rein Papiereckdaten-Trinker, wenn er sagt, oh, 15 Jahre, über 200 Euro und nur 45 Volumenprozent, oh, ja, ist ein stolzer Preis. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass das Fass, wo dieser Whisky reifen durfte, mehrere Jahrzehnte lang einen Sherry enthielt. Ja, so eine Fässer gibt es eigentlich gar nicht mehr bei den Distillen. Ja, nee. Wo man so ein bisschen merkt, dass dieser Whisky doch bloß um die 15 Jahre alt sein könnte, ist, der hat neben diesen tiefen, sehr komplexen Cherry-Aromen noch so eine gewisse frische Lebendigkeit. Ne, die ganz interessant und hübsch finde. Auf euch und auf den Whisky und auf Berthold. Ist der gut. Achterbahn im Mund, an Aromen. Keine Geschmacksexplosion, dazu ist er zugesetzt. Aber der ist so unglaublich intensiv. Der ist sofort da mit seinen 45 Volumenprozent. Der ist sofort präsent. Und alle Aromen sind da. Und die rollen im Mund. Die sind mal vorne, die sind mal hinten. Der hält sich unglaublich lange im Mund. Der ist immer noch präsent wie beim ersten Schluck. Na, Cherry, tiefer Sherry, dunkle Früchte, Kirschen, Pflaumen wahrscheinlich, eine schöne Würzigkeit, Milchschokolade, keine Bitterkeit. Nee, keine Bitterkeit. Eine leichte Eichenwürze, aber das ist keine bittere Eichenwürze, sondern wirklich in Richtung Gewürze. Schokolade, Leder, Tabak, das, was ich in der Nase auch schon hatte. Getragen von einer sehr schönen Süße. Nussigkeit habe ich jetzt so nicht, das ist, glaube ich, doch ein PX. Aber auch nicht diese aufdringliche Maggi-Note, die man so oft bei PX hat. Und die Süße ist auch keine aufdringliche Sirup-Süße wie bei Rübenzucker oder wie bei den ein oder anderen PX-Reifungen, die man so kennt.
wo die Dinger dunkel sind wie die Nacht. Ja, Farbe, das ist schon, ja, ein rötlicher Braunton in Richtung Mahagoni. Ja, wenn man so andere PX-Reifungen auf Finishes sieht, ne, dunkel wie die Nacht, fast schwarz, fast Cola. Und die sind einfach pappensüß. Und hier merkst du, dass das Destillat unglaublich gut mit diesem Holz von den Cherryfass interagiert hat. Ne, die unangenehmen Bestandteile sind substraktiv rausgefiltert worden. Additiv sind hier wunderschöne, also wirklich gesetzte, reife, tiefe Sherry-Aromen rein, was ein Season Cask nicht ansatzweise kann. Das ist ein Whisky. Den kann ich, oh, ist der intensiv. Da habe ich so leichte Tee-Assoziationen. Ja, das ist Tee. Da kommt eine Trockenheit hinterher geschoben, die sich abwechselt mit einer schönen Süße. Karamellsüße. Eine leichte Fruchtsüße. Jetzt habe ich auch so ganz leicht diesen Rübenzucker-Sirup. Aber, ja, der ist warm im Mund. Unglaublich lang anhaltend. Jetzt merkt man die Eiche. Aber immer noch nicht bitter, sondern eichenwürzig, eichentrockenlastig. Ja, ist ein PX. Aber ein sehr, sehr gutes PX. Faden verloren. Unglaublich geiler Malt. Das wäre nochmal so einer, wo man echt dann überlegen müsste, ob man sich davon die Großflasche holt. Demnächst jetzt so kurz vor Jul bin ich auch wieder bereit, neue Flaschen aufzumachen. Ich habe noch den Overaged von Couvreur bei mir im Schrank, den hochprozentigen. Den werde ich trinken und dann muss ich gucken, ob mir der Mehrpreis für den Blossoming das wert ist. Jetzt aus dem Bauch heraus, ohne den High-Proofed Overaged zu kennen, habe bis jetzt ein Blossoming mit 46 Volumenprozent getrunken. Der hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen. Ja. Würde ich schon fast behaupten, dass der Blossoming den Aufpreis wert ist. Aber wie gesagt, um das wirklich abschließend für mich bewerten zu können und ob ich mir nächstes Jahr so ein Blossoming hole. Das ist geil, das ist wirklich richtig gut. Muss ich erst den Overaged gegentrinken, beziehungsweise um zu gucken. Ja? Also von der Sherry-Fruchtigkeit, von der Intensität her, schlägt der hier um Längen einen Clentronach Parliament oder Clentronach Allardyce. Ne, um das mal so ein bisschen einschätzen zu können. Und wenn ich mir dann so überlege, was ich momentan für den Allardyce zahlen müsste oder eben halt auch für den Parliament von Clentronach, da sind wir hier in diesen Preissegment schon unterwegs. Ne, oder Glengoyne 21, was ein toller Malt ist. Hat der aber noch mehr, wie ich finde, noch mehr Tiefe. Und durch diesen leichten, frischen, jugendlichen Touch, den er mit 15 auch noch haben kann, kommt er sogar noch so ein bisschen frecher rüber. Ah. Ihr merkt, das ist ein Whisky, der mich unheimlich beschäftigt. Wo wirklich tatsächlich, auch wenn das ein sehr großzügiges Tempel war, von Berthold ein Tempel wahrscheinlich nicht ausreicht, um sich mit diesem Whisky auseinanderzusetzen. Und das beziehe ich in meine Kaufentscheidung mit ein. Das ist ein Whisky, der lässt mich nicht los. Der ist, boah, sehr gut. Jo, wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst mir einen Daumen nach oben und seid gespannt. Wir nähern uns ja mit riesen Schritten
den 24. Dezember, was ich dann wieder spontan bei mir aus dem Schrank rausziehe. Wie gesagt, hier, das war heute nicht spontan. Ich wollte das Video für euch drehen. Ich wollte den Whisky für euch probieren in der Vorweihnachtszeit. Na, gerade jetzt draußen mit ordentlich Schnee, fast minus 10 Grad. Da geht das Wikingerherz auf. Alles klar. Ciao, euer Ansgar, euer Whisky-Wikinger.